Was geht ab, Leute? Willkommen wieder zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute geht es mal um das Thema magnetische Kennzeichenhalter. Ja, Freunde, wie einige von euch wissen, habe ich seit längerer Zeit magnetische Kennzeichen an meinem Fahrzeug angebracht, vorne als auch hinten. Ich habe vorne allerdings ein anderes System als hinten, aber ich werde nochmal auf beide Sachen genauer eingehen. Zunächst einmal, beide Sets, beide Varianten, die ich hier verbaut habe, sind von Evality. Ich habe vorne einmal das Kit mit den unsichtbaren Magneten quasi. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, wie ich die eingebaut habe. Konnte ich euch jetzt mal oben rechts in der Infokarte verlinken. Bei dieser Variante hier werden die Magneten von innen hinter der Stoßstange angeklebt. Die Gegenstücke werden ans Kennzeichen angebracht. Hier kann man schon den ein oder anderen Magneten sehen, weil er ein bisschen rausguckt. Und zusätzlich hat man hier diese kleine Schutzfolie. Das ist eher so, ja, wie so ein Gummi, auch ein bisschen so ein Anti-Rutsch-Gummi, sage ich jetzt einfach mal. Einfach um den Lack an der Stelle auch zusätzlich zu schützen. Alles in einem Set mit dabei. Generell ist alles mit dabei, was man für den Einbau braucht. Also die ganzen Magneten sind drin, logisch. Dann hat man da sogar noch einen Stift mit dabei, einen kleinen Edding, womit man dann die Stellen markieren kann, wo man die Magneten ankleben möchte. Man hat mit dabei ein Mikrofasertuch, man hat mit dabei, ich glaube sogar Alkoholpads. Man hat auch noch so ein kleines Stück Schleifpapier mit dabei, womit man auf der Rückseite der Stoßstange die ganze Oberfläche mal ein bisschen rauer machen kann, eben damit die Magneten besser haften. Und natürlich sticht einem direkt der Vorteil des ganzen Systems ins Auge. Man hat eine komplett cleane Front, man hat keine Kennzeichenträger mehr, man hat keine Magnetplättchen oder sowas, man hat wirklich einfach nur die reine Front von dem Auto, ohne irgendwelche zusätzlichen Halterungen, ohne irgendwelche Plastikdinger oder sowas, wirklich eine komplett cleane Front. Wenn man jetzt bei mir ein bisschen genauer hinguckt, kann man schon sehen, dass ich die alten Löcher von den alten Kennzeichenhaltern nicht fachgerecht zugemacht habe. Ich habe es jetzt nur über mit so schwarzen, runden Aufklebern zugeklebt. Das sollte eigentlich nur eine Übergangslösung sein, weil ich nicht sicher war, wie gut das ganze Set ist und ob ich das wirklich so behalten möchte oder nicht. Habe ich mir auch gedacht, wäre unpraktisch gewesen, wenn ich die Löcher schon zugemacht hätte und dann ganz schnell gemerkt hätte, Alter, okay, das ist der größte Scheiß mit den Magneten. Und dann hätte ich wieder Löcher bohren müssen und hätte mir wirklich sehr, sehr viel Arbeit umsonst gemacht. Deswegen habe ich das als Übergangslösung gehabt. Ich habe das Ganze schon, keine Ahnung, ich habe das im selben Zug wie mit dem Kühlergrill eingebaut. Ich glaube, das ist auch schon über ein Jahr her. Ich habe gerade interessehalber selber nochmal nachgeguckt und ich habe das Video zum Frontumbau am 16.04.23 hochgeladen. Also ich habe das Ganze schon über ein Jahr so geregelt und ich glaube, ich werde das auch nicht mehr richtig zumachen, um ehrlich zu sein. Ich meine, wenn das Auto noch lange mal im Besitz bleibt, ist das in Ordnung. Ja, ich brauche die Löcher nicht mehr, aber wenn ich das Auto dann irgendwann verkaufen sollte, ja, gibt es dann wieder Schwierigkeiten mit der Kennzeichenhalterung und alles deswegen. Wie gesagt, wenn man näher rangeht, sieht man das, aber je weiter man weggeht, und vor allem auf der Kamera, ist auch ganz wichtig, auf der Kamera sieht man das eigentlich nie. Weder in den Videos noch bei den Bildern, die ich teilweise auf Instagram hochlade. Da sieht man das einfach überhaupt gar nicht. Und wenn die Leute mich dann teilweise in echt treffen, irgendwie auf irgendwelchen Autotreffen oder sowas, werde ich dann auch oft gefragt, ja hier, was ist denn das? Dann gucken die Leute ein bisschen genauer hin und dann sieht man das natürlich, dass ich hier einfach nur die Aufkleber drüber geklebt habe. Kann ich euch übrigens auch mal verlinken. Die habe ich von eBay, die haben glaube ich 2-3 Euro oder sowas gekostet. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Ich habe hier ein bisschen größere genommen als hier, weil hier die Löcher auch viel kleiner sind. Also ich habe hier 3 große und 2 kleine. Und ich bin, wie gesagt, echt zufrieden. Also von der Optik brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die Front ist, wie gesagt, komplett clean. Man hat gar keine Kennzeichenträger mehr oder sowas. Die Frage, die ich natürlich am meisten gestellt bekomme, wie gut hält das Ganze? Kannst du das empfehlen? Soll ich das bei mir auch machen? Ich habe das, wie gesagt, über ein Jahr eingebaut. Ich bin top zufrieden. Das hält wirklich sehr, sehr gut. Also die Magneten sind auch richtig, richtig stark. Und allein bei der Montage merkt man das schon. Also ich habe sogar schon Schwierigkeiten gehabt, weil es steht sogar in der Anleitung drin, dass die Magneten mindestens, ich glaube, 1,5 oder 2 cm Abstand zwischeneinander haben. Und wenn man diesen Abstand nicht einhält, dann ziehen sich die Magneten aneinander an. Logisch, das ist das, was Magneten machen. Aber da muss man wirklich echt aufpassen, weil das passiert richtig, richtig schnell. Und wenn die einmal zusammengepappt sind, du kriegst die wirklich nicht auseinander. Ich habe mir da teilweise die Finger, also, oh, Alter, wenn ich da allein wieder dran zurückdenke. Meine Finger haben so wehgetan nach dem Tag, als ich das gemacht habe, weil mir die Dinger locker 5-mal zusammengeklatscht sind und ich habe die nicht auseinanderbekommen. Mit Zange, mit Schraubenzieher und alles. Alter, das war auf jeden Fall ein Akt. Deswegen müsst ihr da echt aufpassen, wenn ihr das selber machen sollt. Aber das zeigt ja, es hält auf jeden Fall bombenfest. Ich würde euch das Ganze jetzt natürlich gerne demonstrieren. Allerdings zeige ich mein Kennzeichen nicht. Das ist auch eigentlich so der ganze Grund, warum ich das Ganze hier veranstaltet habe mit den magnetischen Kennzeichenhaltern. Deswegen wäre es jetzt sinnlos, wenn ich es jetzt doch zeigen würde. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich bin top zufrieden damit. Ich bin schon mehrfach über 200 km/h mit den Dingern gefahren und es hält wirklich bombenfest. Ich habe das Kennzeichen noch nie verloren. Es ist mir noch nie abgefallen oder irgendwas dergleichen. Es hält wirklich bombenfest. Es hält an Ort und Stelle und manchmal ist es sogar echt schwer, das Ding
abzunehmen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber die Magneten sind wirklich sehr, sehr stark und man muss schon ein bisschen Kraft aufwenden, um das Kennzeichen von der Front abzulösen. Wichtig, bevor ihr das Ding jetzt bestellt, vor allem wenn ihr einen 205er fahrt, guckt euch eure Front mal ganz genau an. Hier beim 205er ist das Ganze nämlich ein bisschen schwieriger. Wie man sehen kann, ist der Teil hier der Front, wo das Kennzeichen noch befestigt wird, relativ schmal. Es ist auch schmaler als ein normales Kennzeichen, was bedeutet, dass das Kennzeichen quasi hier unten ein paar Zentimeter frei hängt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn man sich das Ganze mal hier seitlich anguckt, kann man sehen, dass wir hier so einen Schwung drin haben. Das ist die zweite Sache. Die dritte Sache, wenn wir von hier oben gucken, hier der Punkt ist der Punkt, der am meisten nach außen steht. Hier links geht es ein bisschen rein und hier rechts geht es ein bisschen rein. Das Ganze erschwert uns das Ganze natürlich. Ich habe es halbwegs geregelt bekommen. Wie gesagt, bei mir hält es ganz gut. Wenn man sich das Ganze mal bei mir ein bisschen genauer anguckt, kann man sehen, dass ich zum Beispiel hier oben einen Magneten habe. Und wenn ich das Kennzeichen jetzt dran machen würde, würde dieser Magnet einfach so hier oben, ja, quasi in der Luft sein. Also das Kennzeichen liegt hier unten circa an. Also an den Seiten liegt das hier an, hier in der Mitte liegt das komplett an und hier in die Richtung liegt es wieder eher unten an. Man hat dann quasi hier vorne oben rechts und auch oben links immer ein bisschen Luft dazwischen. Bei mir hält es wie gesagt trotzdem. Was auch so ein Punkt ist, es kommt natürlich immer ganz darauf an, was für ein Kennzeichen man hat. Wenn man jetzt so Blechkennzeichen hat, so wie ich, ist das Ganze noch schwieriger, weil die Buchstaben und Zahlen sind ja gestanzt. Und die Magneten kann man nur an der Stelle aufkleben, wo jetzt kein Buchstabe oder keine Zahl ist. Das in Kombination mit dieser Front macht es wirklich echt schwer, eine gute Lösung zu finden, beziehungsweise das Ganze wirklich so anzubringen, dass das Ganze auch festhält. Deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn euer Auto ähnlich aufgebaut ist und vorne auch relativ viele Biegungen und Schwingungen hat, holt euch 3D-Kennzeichen. Ich weiß, die sind teuer, aber die sehen erstens cleaner aus. Zweitens, die haben hinten eine komplett gerade, ebene Oberfläche. Das bedeutet, da kann man die Magneten wirklich hinsetzen, wo man will. Und dann wird man auch garantiert keine Probleme mit diesen Magnetkennzeichenhalterungen haben. Zumindest was diese unsichtbaren hier angeht. Gut, Freunde, das war jetzt meine Lösung für vorne, was die magnetischen Kennzeichenhalter angeht. Die kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Aber Leute, wie gesagt, guckt euch das Ganze vorher an. Guckt euch eure Front an. Guckt euch euer Kennzeichen an. Guckt euch den Preis von einem 3D-Kennzeichen an. Ja, die liegen, glaube ich, als Paar, also zwei Stück, 110 Euro oder sowas. Also ist schon nicht ohne. Wenn man aber ein cooles Kennzeichen hat, was man noch länger behalten möchte, nimmt man einmal das Geld in die Hand. Die Dinger sehen, wie gesagt, geil aus und da kann man das Geld schon investieren. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was ich hinten so veranstaltet habe. Hinten habe ich auch magnetische Kennzeichenhalter, ebenfalls von Evality, allerdings keine unsichtbaren. Ich habe mich hier nämlich für die Lösung mit den zwei Magnetplättchen entschieden. Hier sieht man sogar noch, an welcher Position die Magneten genau sind. Kurze Backstory, diese Lösung hatte ich auch anfangs vorne angebracht. Würde ich sagen, laufen wir wieder zur Front, wobei ich eigentlich gedacht habe, dass ich hier fertig bin. Der 205er hat hier normalerweise nämlich so einen fetten Plastikträger für die Kennzeichen und dort habe ich dann anfangs auch so zwei Magnetplättchen draufgeklebt und dadurch dann meine magnetische Kennzeichenhalterung gehabt. Und das Ganze hat den Zweck so semi erfüllt. Also klar, ich konnte das Kennzeichen problemlos abnehmen. Ich musste das dann in Bildern und Videos nicht zensieren, aber die Front sah halt nicht so clean aus wie jetzt. Du hast halt wirklich diesen fetten schwarzen Plastikträger. Ich kann auch mal gucken, ob ich ein Bild finde. Ich habe das ja eine Zeit lang, wie gesagt, so gehabt. Habe auch ein paar Bilder so hochgeladen und das sah wirklich einfach nur schrecklich aus. Deswegen habe ich mich vorne dann irgendwann dazu entschieden, den Schritt zu gehen und die Front abzunehmen, weil ich gewusst habe, dass ich sowieso noch den Kühlergrill tauschen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann mache ich direkt einmal die unsichtbaren Magnetkennzeichenhalter vorne dran. So, das dazu. Jetzt wieder zurück nach hinten. Also wie gesagt, magnetische Lösung ebenfalls von Evality, allerdings mit diesen Magnetplättchen. Auf dem Kennzeichen habe ich dann quasi diese zwei Gegenstücke. Wie man hier auch schon sehen kann, hätte man hier auch theoretisch die Möglichkeit, mit einer Schraube das Ganze zusätzlich zu fixieren. Das ist aber wirklich nicht notwendig. Der Kleber, der hier mitgeliefert wird und auch bereits angebracht ist, ist wirklich sehr, sehr gut. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, was es war. Ich meine, es ist 3M gewesen, aber diese Halter habe ich sogar noch länger als die unsichtbaren vorne. Genau die Dinge habe ich schon seit circa Anfang 2022. Das bedeutet, die hier habe ich schon 2 Jahre tatsächlich. Und die halten, wie gesagt, immer noch bombenfest. Ich bin immer noch top zufrieden mit den Dingern. Natürlich hätte ich hinten jetzt auch wieder auf unsichtbare umbauen können. Allerdings sieht man, glaube ich, schon das Problem hier mit den Löchern. Hier ist noch so ein Metallgewinde drin und ja, selbst wenn ich unsichtbare Kennzeichenhalter hätte, dann wären die zwei Plättchen jetzt weg. Ich hätte dann aber immer noch diese Löcher hier und ich würde jetzt nicht so viel davon gewinnen. Abgesehen davon müsste ich dann den halben Kofferraum auseinandernehmen. Ich habe hier noch eine elektrische Heckklappe. Mit der Elektronik habe ich da keinen Bock, da irgendwie dran rumzufummeln. Wenn man es komplett ernst meint, kann man natürlich die Gewinde hier rausholen. Man kann diese Wölbungen hier, kann man auch korrigieren, die Löcher zuschneiden.
spachteln und das Ganze komplett clean machen, aber für hinten war mir das nicht so wichtig und ich finde, es sieht gar nicht so verkehrt aus. Es war mir einfach wichtig, dass ich es vorne komplett clean habe und hinten bin ich, wie gesagt, zufrieden mit der Lösung. Die Magneten sind ähnlich stark wie vorne bei den unsichtbaren Haltern. Ich war von denen schon mega geflasht, als ich die ausgepackt habe, muss ich sagen. Also die halten wirklich sehr, sehr gut. Als ich dann die vorderen ausgepackt habe für die unsichtbaren, da war ich noch mal mehr geflasht. Also wenn die schon richtig, richtig gut gehalten haben und ich positiv überrascht war, dann haben mich die da vorne, die haben mich komplett vom Hocker gehauen, wirklich. Also die waren richtig oder sind richtig, richtig stark. Was jetzt nicht heißen soll, dass es hinten bei mir nicht so gut hält wie vorne. Bei der hinteren Lösung benötigst du halt nicht so viel Kraft, du benötigst nicht so starke Magneten. Einfach weil man die Magneten hier hat, unter dieser dünnen Plastikhülle quasi. Und am Gegenstück ist es genauso. Man hat so ein ganz dünnes Plastikteil. Die sehen, wie gesagt, ähnlich aus wie die Teile. Und dahinter ist auch direkt der Magnet. Wenn man sich da mal überlegt, vorne, wie dick der Kunststoff hier ist und dass die Magneten quasi dadurch auch noch funktionieren müssen, dann ist klar, dass man vorne viel stärkere Magneten braucht als hinten. Hinten hält das Ganze, wie gesagt, trotzdem gut. Ich bin trotzdem mega zufrieden. Ich habe sie auch immer noch angebracht nach jetzt über 2 Jahren. Und ich habe auch wirklich keine einzige Sekunde mit dem Gedanken gespielt, mir da jetzt irgendwas anderes für die Kennzeichen zu holen. Wirklich, ich bin top zufrieden, kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Auch noch eine Frage, die öfters mal aufkommt. Lohnt sich der Aufpreis für Evality? Weil es gibt viele Konkurrenten, die vielleicht ein bisschen günstiger sind. Aus eigener Erfahrung kann ich da nicht mitsprechen. Ich habe bis jetzt nur Produkte von Evality benutzt, bin mit denen top zufrieden. Ich sehe das Ganze einfach so. Ich lege dann lieber einen 10er, einen 15er, einen 20er mehr auf den Tresen und kriege dafür ein geiles Produkt, was auch wirklich gut funktioniert und was mir keine Probleme bereitet. Klar, vielleicht kannst du dir den 10er oder den 20er sparen, wenn du irgendwie eine günstigere eBay-Lösung dir da einbaust. Die Frage ist dann aber, was hast du denn für Kopfschmerzen, wenn du dann irgendwann dein Kennzeichen verlierst? Deswegen, bei solchen Sachen sollte man nicht sparen. Das ist ähnlich wie mit Bremsen und auch Reifen. Gut, Bremsen und Reifen ist noch ein bisschen extremer, ist jetzt nicht so ein gutes Beispiel. Das ist halt wirklich ein enormer Sicherheitsaspekt. Trotzdem wäre es mir wichtig, dass meine Kennzeichen an meinem Auto bleiben. Genau, und mit den Worten würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Ich habe euch die ganzen Produkte in der Videobeschreibung verlinkt. Ich versuche, euch einen Rabattcode klar zu machen. Wenn ich es hinbekommen habe, blende ich ihn euch jetzt mal ein. Aber ich werde dann auch in der Videobeschreibung nochmal dazu schreiben. Also, falls ich einen Code habe, könnt ihr den gerne bei der Bestellung benutzen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich 10% bei der Bestellung sparen und mich dann nochmal unterstützen. Falls nicht, kauft das auf gar keinen Fall. Ich bringe bald meine eigenen magnetischen Kennzeichen halt auf den Markt und dann könnt ihr mich unterstützen. Nee, Spaß beiseite. Das sind wirklich gute Produkte, die ich wirklich guten Gewissens empfehlen kann. Selbst wenn ich keinen Rabattcode bekomme, gar kein Thema. Ihr könnt euch die Kennzeichenhalter natürlich trotzdem kaufen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit schaffen über die Kennzeichenhalter und euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Falls nicht, falls ihr noch Fragen haben solltet oder falls ihr selber vielleicht noch Feedback habt, weil ihr die Dinger selber bei euch verbaut habt, gerne in die Kommentare damit. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.